sagte, war David. Kaum hatte er ihn ausgesprochen, leise und flüsternd drehte er sich um und stürmte davon, das Gleis hinunter in Richtung Lager. Verdutzt blieb ich noch stehen, sah ihm nach und war verwirrt. Dann dämmerte es mir. Stummelzahn hatte von ihm gesprochen, von David. Ivan hatte ihn wegen einer Nichtigkeit, die noch dazu gut gemeint gewesen war, dermaßen zusammengeschlagen, dass er ein Auge verloren hatte. Das war vor meiner Zeit hier im Lager gewesen und ich konnte mich auch nicht an einen Einäugigen hier im Lager erinnern, aber was hieß das schon? Falls er die Gleiswachen permanent anführte, war das auch nicht verwunderlich. Ich beeilte mich, zu Rolf aufzuholen, der inzwischen wieder in der Haupthalle angekommen war. Hektisch drehte er seinen Kopf von der einen zur anderen Seite, versuchte durch die Zivilisten und Rotärmel hindurchzusehen, auf der Jagd nach David. War es wirklich möglich, dass dieser David einen solchen Hass auf den Ivan entwickelt hatte, dass er alle, die hier lebten, ans Messer liefern würde, nur um seine Rache zu bekommen? Nun, nichts war unmöglich, schalt ich mich, denn in der Tat hatte ich schon Beispiele für weit größeren Wahnsinn beobachten können, seit ich auf Wanda und Mariam getroffen war. Im Grunde spielten die Motive des Mannes auch keine Rolle. Ich dachte noch ein wenig länger über dessen Situation nach und kam zu dem Schluss, dass David, wenn er auch nur über ein klein wenig Intelligenz verfügte, schon in dem Moment das Lager verlassen haben musste, in dem er seinen Posten verlassen und den ihm unterstellten Rotärmeln befohlen hatte, dasselbe zu tun. Er hatte nicht wissen können, dass wir den ersten Angriff erfolgreich abwehren würden, aber genauso wenig hatte er wissen können, dass er nicht selbst im Chaos der Schlacht umkommen würde oder dass einer seiner Untergebenen die plötzliche, ungewöhnliche Abweichung vom üblichen Protokoll nicht doch einem anderen Vorgesetzten melden würde. »Rolf, das bringt nichts. David ist sicher nicht mehr hier. Wo hat er denn gewohnt?« Rolf unterbrach seinen Versuch, durch pure Willenskraft einen Röntgenblick zu entwickeln und sah mich mit pochenden Schläfenadern und malenden Kiefern an. Nach 2 Sekunden entspannte sich sein Gesicht so weit, dass er wieder sprechen konnte. »Komm, wir gehen hin.« Ich folgte dem Mann und bald standen wir vor einem kleinen Zelt, das sich auf einem der U-Bahn-Gleise befand. Ich sah Rolf fragend an. Der Blonde, der inzwischen eine Pistole gezogen und auf den Eingang des Zeltes gerichtet hatte, erahnte meine Frage. »Ja, hier unten hat er gelebt, bei den Versehrten. Wollte dem Ivan nicht begegnen.« Hat seit der Sache mit seinem Auge, Rolf deutete mit dem Lauf seiner Waffe auf die entsprechende Stelle in seinem eigenen Gesicht, ohne es zu merken, nur im absoluten Notfall einen Ausflug nach oben gemacht. Und weißt du was? Ich hab ihn zur Gleiswache eingeteilt und ihm die Männer unterstellt. Ich dachte, wenn ich ihn zwinge, nach oben zu kommen, dann verliert er seine Angst. Und jetzt, Scheiße. Du konntest nicht wissen, dass so etwas passieren würde. Stimmt wohl, aber trotzdem, er beendete den Satz nicht und richtete stattdessen den Lauf seiner Waffe wieder auf das Zelt. Die versehrten Bewohner des unterirdischen Camps hatten sich zwischenzeitlich um uns versammelt und beobachteten angespannt die Szene, wobei sie einige Meter Sicherheitsabstand einhielten. »David«, brüllte Rolf, »wenn du da drin bist, dann ist das hier der Moment, in dem du besser freiwillig rauskommst. Hörst du mich?« Rolf zielte jetzt auf den Eingang des Zeltes und seine Pistole war entsichert. Ich war mir zu beinahe 100% sicher, dass das Zelt leer war und verzichtete deswegen darauf, meine eigene Waffe zu ziehen. Rolf begann einen Countdown von 5 rückwärts und ich, einen Schritt hinter ihm stehend, gab den Versehrten, die in Rolfs Schussrichtung hinter dem Zelt standen und gafften, so gut es ihr desolater Zustand zuließ, Zeichen beiseite zu treten. 3, 2, 1. Rolf leerte sein Magazin in das Zelt und die Schüsse waren mörderisch laut in dem Betontunnel und die meisten Kugeln jagten, nachdem sie den dünnen Stoff des Zeltes durchschlagen hatten, als funkensprühende Querschläger vom Boden hoch und verschwanden sirrend in der Schwärze des Schachtes. Rolf, der
der jetzt in einem Nebel aus Dampf stand und eine fast schon in Western-Manier malerische Silhouette abgab, stand für einige Sekunden bewegungslos da. Dann, wie um Zeit zu schinden, die er dringend brauchte, um seine Gedanken zu sortieren, wechselte er mit langsamen Bewegungen das Magazin, wobei er das, das er soeben leer geschossen hatte, in seine Jackentasche steckte. Dann drehte er sich zu mir um. Die Totenstille, die in diesen Sekunden auf dem U-Bahn-Gleis geherrscht hatte, wurde von dem Weinen eines Kleinkindes und dem beruhigenden Murmeln seiner Eltern durchbrochen, die Rolf und mir ängstliche und entschuldigende Blicke zuwarfen. Ich zwinkerte kurz in Richtung der versehrten Gesichter. Ist schon okay. Rolf, er ist nicht hier, musste sicher sein. Ich verstand ihn, trat vor und öffnete die zerlöcherte Zeltplane. Das Zelt war tatsächlich leer. So leer, dass es leerer nicht mehr ging. Nicht einmal eine Matratze oder ein Schlafsack war darin. David hatte alles mitgenommen. Ich trat beiseite, damit Rolf es auch sehen konnte. Während wir den versehrten und dem zerlöcherten Zelt, um das sie immer noch herumstanden, den Rücken zukehrten und wieder nach oben gingen, schimpfte und fluchte Rolf vor sich hin. Das wird ein Nachspiel für diese Krüppel haben, für das ganze verdammte Gleis. Da reißen wir uns den Arsch auf, um diese Wichser zu füttern und Hunde und Plünderer von ihnen fernzuhalten. Und was machen die, ha? Was machen die? Die halten dicht, wenn einer aus der Reihe tanzt. Was denken sich diese Verdammten? Sie wussten nicht, was David vorhatte. Denk mal nach, Rolf. David könnte ihnen alle möglichen Gründe dafür geliefert haben, dass er seine Sachen packt. Oder gar keinen. Er hat ja schließlich trotz allem, was ihm passiert ist, zu den Rotärmeln gehört. Ich glaube nicht, dass sie viel miteinander zu tun hatten, er und die Gleisbewohner. Wahrscheinlich waren sie einfach nur froh, dass er weggegangen ist. Abgesehen davon, einer weniger ist wohl noch zu verschmerzen. Aber was ist mit seinen Männern? Wo sind die? Die Frage ist doch, ob sie alle eingeweiht waren oder ob sie nur ihrem Anführer gehorcht haben. Letzteres wäre zwar saudämlich und ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht wenigstens einer der Männer etwas gesagt haben würde, wenn ihr Truppführer aus heiterem Himmel anordnet, dass heute, einfach so, die Gleise unbewacht gelassen werden. Aber gerade hatten wir die Treppe erreicht, die wieder nach oben führte, da blieb Rolf stehen und unterbrach mich. Ich sag dir, wie er es gemacht hat. Oder zumindest, wie ich es gemacht hätte. Ich hätte meinen Männern gesagt, dass vielleicht wegen einer gewonnenen Wette mit einem der anderen Truppführer oder irgendetwas in der Art mit einem anderen Trupp die Position getauscht wird. Ich hätte es ihnen als Glücksfall verkauft, dass man jetzt Dienst auf einem angenehmeren Posten schieben könnte. Es ist Winter und unten in den Tunneln lässt sich die Nacht angenehmer verbringen als im Freien auf den Gleisen. Man kann unbeobachtet am Flachmann nuckeln, sich ein kleines Feuer anzünden und man muss nur in eine einzige Richtung gucken. Verstehst du, was ich meine? Da unten hätte er sich einfach verziehen können. Hätte nur vorgeben müssen, mal kurz auszutreten, aus Diskretionsgründen den Lichtkreis verlassen und einfach leise immer weitergehen. Bis einer gemerkt hätte, dass er nicht mehr zurückkommt, wäre der Vorsprung schon fast unaufholbar. Soweit konnte ich Rolfs Ausführungen folgen. Aber dann war doch die Frage, was passieren würde, wenn Davids Trupp auf die Männer traf, mit denen der Dienst angeblich getauscht worden war. Allgemeine Verwirrung oder Streit wäre doch zu erwarten gewesen, oder etwa nicht. Ich äußerte diesen Gedanken, aber Rolf schwächte ab, während er sich jetzt ganz von der Treppe abgewandt hatte und in den Quergang starrte, der die U-Bahn-Gleise miteinander verband. Nein, nicht unbedingt. Hör mal, nur weil einer eine rote Armbinde bekommt, heißt das nicht, dass er automatisch ein Superhirn sein muss. Das heißt erstmal nur, dass er geradeaus schießen kann und weder verkrüppelt noch verstrahlt ist. Das ist doch genau der Grund, aus dem diese ganze Hierarchiegeschichte so wichtig ist. 60% der Jungs sind alleine nicht lebensfähig und froh, dass sie gesagt bekommen, was sie zu tun haben. Froh darüber, dass sie die Sicherheit genießen dürfen, die eine große Gruppe zu bieten hat. Wenn der Truppführer also sagt, dass es ein Missverständnis gibt, man aber trotzdem heute Nacht lieber noch ein Stündchen länger unten in den Tunneln bleibt, dann kommt das vielleicht dem einen oder anderen komisch vor. Aber deswegen augenblicklich zu mir oder zum Ivan rennen, das würde so gut wie keiner bringen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass die komplette Gleiswache eingeweiht war, was den Angriff und die Belagerung angeht.
Rolf dachte einige Sekunden schweigend nach, dann fügte er hinzu, abgesehen davon bin ich sicher, dass wir, wenn wir uns die Toten, die der Angriff in den Tunneln gefordert hat, ansehen, vermutlich die komplette Gleistruppe unter den Opfern finden werden. Und so war es dann auch. Während ich brav hinter ihm hertrabte, versammelte Rolf eine Handvoll Rotärmel um sich und sandte sie aus, um bei den Verletzten im Lazarettzelt und bei den Rotärmeln, die gerade einen Posten bemannten, herumzufragen, wer, wann und wo, in welchem der Tunnel im Einsatz gewesen war, als der Angriff begann. David war dort unten gesehen worden und auch seine Männer waren dort gewesen. Einer der wenigen Überlebenden der Truppe, die dort richtigerweise ihren Dienst getan hatte, meinte, dass er froh darüber war, die zusätzliche Verstärkung um sich gehabt zu haben. Ohne David und seine Männer wäre der Tunnel wahrscheinlich überrannt worden, aber sie waren alle umgekommen. Nur 3 Mann der ursprünglich postierten Truppe hatten den Angriff überlebt. Die Leiche von David allerdings war nirgendwo gefunden worden. Ich konnte sehen, dass es Rolf schwer fiel zu akzeptieren, dass die Chose gelaufen war. Die Männer waren allesamt tot und David vermutlich ebenfalls. Wenn er den Mann, der sein Vertrauen verraten hatte, überhaupt jemals wiedersehen würde, dann also am ehesten beim nächsten Vorstoß unserer Belagerer auf der anderen Seite des Platzes. Ich versuchte ihn abzulenken. »Rolf, wir haben noch genug andere Dinge zu tun und irgendwann müssen wir auch mal schlafen. Wir beide waren jetzt schon viel zu lange auf den Beinen und als wir endlich doch wieder in der Haupthalle ankamen, sah ich, dass die Sonne zwischenzeitlich vollständig aufgegangen war. Okay, du hast recht. Ich gehe und klappere nochmal die Posten ab und sehe nach dem Rechten, dann haue ich mich hin. Wir treffen uns später bei Ivan und überlegen uns was für diese verdammten Scheißkerle da draußen«, sagte er in Richtung unserer Belagerer deutend. Ich nickte nur und wandte mich ab. Aus Gewohnheit ging ich in Richtung des Zeltes, das Wanda, Mariam und ich bisher bewohnt hatten. Erst als ich feststellte, dass keine von Ivans Jungs davor standen und Wache hielten, fiel mir ein, dass es leer war. Die Wachen wurden jetzt anderswo gebraucht und ich hoffte inständig, dass keiner das Verschwinden von Wanda und Mariam bemerkt hatte. Aber es war wohl wie Rolf gesagt hatte. Mindestens 60% der Rotärmel waren mit einer Rolle als befehlsempfangendes kleines Rädchen im Getriebe zufrieden und die anderen 40% hatten in der momentanen Situation Besseres zu tun, als auf eine einzelne Frau und ein kleines Mädchen aufzupassen. Trotzdem, was würde passieren, wenn Ivan wieder zu klarem Verstand kommen und sein Zelt verlassen würde? Was würde passieren, wenn er sehen würde, dass das Zelt unbewacht war? Ich betrat das leere Zelt. Auf meiner Pritsche liegend dachte ich darüber nach und kurz bevor die Müdigkeit mich vollständig lähmen und in Schlafes Arme ziehen konnte, kämpfte ich mich wieder hoch. Ich hatte ohnehin schon die ganze Zeit nachsehen wollen, wie Gustav sich schlug. Als ich am Lazarettzelt bzw. dem Chaos um das Lazarettzelt herum angekommen war, wurde mir klar, dass, während wir Feuerpause hatten, die Schlacht des Arztes noch mit unveränderter Heftigkeit tobte. Der Mann rannte zwischen den Verletzten umher, nähte Wunden, amputierte zerfetzte Gliedmaßen, schnitt laut und hemmungslos fluchend Pfeile und Kugeln aus wimmernden und leichenblassen Rotärmeln, schrie seine Gehilfen an, jagte welche davon und rekrutierte kurzerhand und gnadenlos Ersatz aus vorbeigehenden Passanten. Er war fertig, das konnte ich sehen. Der Schweiß stand ihm auf der Stirn, sein Gesicht war eingefallen, aber er machte keine Anstalten, in seinem verbissenen, aber heilenden Wüten innezuhalten. Ich sah, dass er momentan für mich unerreichbar war, aber ich brauchte Wachen vor meinem Zelt und nur Gustavs Autorität konnte dieses Problem für mich lösen. Ivan und Rolf konnte ich schwerlich fragen, und wenn ich selbst, vor allem nach Ivans öffentlicher Ansprache auf der Galerie, vermutlich auch über ein wenig Autorität verfügte, das würde mir doch keiner abnehmen, dass ich meine Lieben, mit denen der Ivan mein Hiersein erpresste, freiwillig unter Bewachung stellen lassen wollte. Oder doch, in Anbetracht der Umstände?
Immerhin wurden wir angegriffen und beschossen. Wenn also Wanda und Mariam schon nicht aus dem Zelt herausgelassen werden durften, dann konnte ich doch wenigstens dafür sorgen, dass sie so sicher waren, wie es ging, oder? Noch einmal warf ich einen Blick zu Gustav hinüber, der gerade einen seiner Helfer losschickte, um irgendwo noch Schmerzmittel oder wenigstens Schnaps zu besorgen, nur um sich dann dem nächsten Verletzten zuzuwenden. Was wohl passieren würde, wenn irgendwann, so in 30 Jahren, alle Ärzte ausgestorben und ihr Wissen verloren war? Egal, ich beschloss, mein Glück zu versuchen. Langsam schlendernd durchstreifte ich die Halle auf der Suche nach Rotärmeln, die mir zu den empfänglichen 60% zu gehören schienen. Ich erkannte hier und da ein paar der Todesengel wieder. Jetzt, wo in der Halle das größte Chaos beseitigt, alle lebensfähigen Verwundeten unter Gustavs Obhut und alle zu schwer Verletzten von ihrem Leid erlöst waren, hatten diese Männer sich wieder ihrer ursprünglichen Truppe angeschlossen und bemannten oder errichteten zusätzliche Barrikaden, patrouillierten auf den Gleisen oder saßen lethargisch in kleinen Gruppen auf dem nackten, kalten Boden herum. Ich überlegte, ob ich zwei oder drei von ihnen ansprechen sollte, entschied mich dann aber dagegen. Was diese Männer getan hatten, respektierte ich zutiefst, und dazu gehörte einiges an Willenskraft oder totale Stumpfheit. Diese aber konnte ich in den Gesichtern der Männer, die ich wiedererkannte, nicht entdecken. Verdammt, einige 10 Meter von mir entfernt saß Stummelzahn in einer Gruppe und setzte gerade eine Flasche an. Diese Gruppe konnte ich ebenfalls vergessen. Schnell wandte ich mich ab und änderte meine Richtung. Von dem Kerl hatte ich noch nie viel gehalten, aber seit der Folterung von Einhand rangierte er für mich auf dem moralischen Niveau der Anhänger des Silvas oder noch ein Stückchen tiefer. Da, diese Gruppe dort schien perfekt für mein Vorhaben. 3 Kerle, so jung, dass es mir schwer fiel, sie als Männer anzusehen, standen umeinander und wirkten ziemlich ratlos. Wie alle Rotärmel und die meisten gesunden Zivilisten waren sie inzwischen mit erbeuteten Gewehren, Pistolen bewaffnet, aber die Waffen wirkten an ihnen wie erwachsene Kleidung an einem Kind. An allen, bis auf an einem. Der Junge war einen halben Kopf größer als ich und ziemlich dürr, aber sein Blick war fast so hart wie der von Rolf. Nun, dann mal los. Ihr da! Seid ihr schon eingeteilt? Ihre Blicke fuhren zu mir herum und auch ihre Haltung straffte sich. Wie ich erwartet hatte, antwortete der große Dürre zuerst. Nein, keiner sagt uns, was draußen los ist oder wie es weitergeht. Und seine Stimme klang leicht vorwurfsvoll, aber unterschwellig konnte ich auch Wut und etwas Angst heraushören. Ich sag dir, was los ist. Überall um uns herum sind Männer und wahrscheinlich auch Frauen, die haben wollen, was wir haben. Was heute Nacht passiert ist, ist wahrscheinlich erst der Anfang und deswegen ist es eine verdammte Schande, hier so nutzlos herumzustehen und Maul auf den Pfeil zu halten. Wir können nichts da... Schon gut, unterbrach ich den Jungen links von seinem Anführer, besten Freund, seiner Bezugsperson. Egal, in jeder Gruppe gab es einen, der den Ton angab, und in dieser hier war es eben der große Dünne. Ich wandte mich an ihn und sagte, »Da drüben siehst du das große Zelt, 2 Mann vorne dran und einer auf die Rückseite. Keiner außer Ivan, Rolf, Gustav oder mir geht da rein oder raus, klar?« Und wenn es draußen wieder losgeht, bleibt ihr auf eurem Posten und stellt sicher, dass keiner von dem Pack, das da draußen auf uns lauert, auch nur in die Nähe kommt. Verstanden? Dann wies ich auf einen großen Haufen mit Gerümpel auf der anderen Seite der Haupthalle. Los, kommt mit. Wir wollen mal sehen, was von diesem Kram als Deckung oder Barrikade taugt. Ihre Antwort nicht abwartend, drehte ich ihnen den Rücken zu und hoffte, dass diese Masche funktionieren würde. Sie tat es. Wie ich wenige Sekunden später an den Laufgeräuschen hinter mir feststellte. 1 Stunde später hatten wir unseren ehemaligen goldenen Käfig so gut befestigt, wie es die kärgliche Materialsituation zuließ. Auf Rolfs Geheiß hin war das meiste Material, das als Barrikade oder Kugelfang taugte, schon verbraucht worden,
Was wir hatten ergattern können, waren zwei Bürotische, die Hälfte einer mannshohen Aluminiumleiter, eine mit Wasser gefüllte Regentonne, zwei alte Waschmaschinen und eine Echtholzkommode, die schon vor dem Krieg alt gewesen war, sowie einige große und ausreichend dicke Holzbretter und vier ebenfalls große, mit Dreck und Büchern gefüllte Jutesäcke. Während wir arbeiteten, wobei ich darauf achtete, dass die Deckungsmöglichkeiten für jeden der Jungs gleichmäßig gut waren, beantwortete ich hin und wieder einige der Fragen, die sie stellten. Nein, keine Ahnung, wie viele da draußen waren oder was genau sie wollten. Doch momentan sah es so aus, als wäre der nächste Angriff von vorn zu erwarten. Aber dennoch sollte jeder von ihnen eine andere Richtung im Auge behalten. Einer die U-Bahn-Aufgänge, einer die Galerie und einer die Gleise. Man konnte nie wissen. Schließlich war jeder von ihnen auf seinem Posten und hatte irgendetwas Festes zwischen sich und einem etwaigen Feind. Ich versprach ihnen, etwas zu essen und mehr Munition für sie zu besorgen, dann machte ich mich auf zu Wanda und Mariam. Das Gleis, auf dem sie untergekommen waren, wies inzwischen ebenfalls Barrikaden auf, wie ich feststellte. Das war sicher unter Wandas Anleitung passiert, auch wenn die Versehrten, die diese Barriere bewachten, ein ärmliches Bild abgaben und lediglich mit kleinen Messern, Knüppeln und dergleichen bewaffnet waren, war ich doch froh, dass es Wanda oder unseren Angreifern gelungen war, so etwas wie einen Lebensfunken in den kränklichen Menschen hier unten zu entfachen. Ich wurde misstrauisch beäugt, als ich mich durch die schmale Öffnung der Sperre am Fuß der Treppe schob, aber keiner der Versehrten sagte etwas. Ich schlängelte mich durch die eng gestellten Zelte und Lagerplätze, vorbei an den Kochstellen und Lebensmittellagern, bis ich Wanda und Mariam fand. Wanda saß in Gesellschaft einiger Versehrter im Schneidersitz auf dem Boden und wenige Meter weiter unterhielt Mariam sich leise mit ihrem neuen Freund. Als Wanda mich sah, stand sie auf und ging mir einige Schritte entgegen. Leise, fast flüsternd, berichtete ich ihr von den neuesten Ereignissen, von David, von Gustav und von dem kleinen Bluff mit dem Zelt. Sie war erfreut, denn nach außen hin musste es für den Iban aussehen, als hätte er mich vollständiger denn je in der Hand. In gewisser Weise hatte er das auch. Er konnte sich sicher sein, dass ich alles dafür tun würde, was in meiner Macht stand, um dafür zu sorgen, dass das Lager nicht in die Hände der Degenerierten und ihrer Verbündeten fiel. Gefangene hin oder her, denn auch wenn Wanda und Mariam der Enge des Zeltes jetzt endlich entkommen waren, so waren wir alle doch immer noch gefangen und auf Gedeih und Verderb an die Geschicke des Lagers gebunden. Während ich mich von Wanda verabschiedete, warf ich noch einen Blick zu Mariam hinüber, die so sehr in ihr Gespräch vertieft war, dass sie gar nicht bemerkt hatte, dass ich überhaupt da war. War mir recht, sollte sie diese sorglosen Momente genießen, solange sich die Gelegenheit bot. Auf dem Rückweg hielt ich meine Augen nach der Munition offen, die ich den neuen Bewachern meines Zeltes versprochen hatte, fand aber keine. Als ich an dem großen, dürren Jungen vorbei ins Zelt ging, drückte ich ihm deswegen die Pistole, die ich früher am Tag gefunden hatte, in die Hand und gab dem anderen leihweise mein Sturmgewehr, das er skeptisch, aber interessiert beäugte. »Wenn ich wieder wach bin, ist es wieder meins. Kapiert?« Er nickte eifrig. Im Zelt streifte ich meinen Parka und die schwere Weste ab, öffnete den Gürtel und streckte mich aus. Ich war ziemlich sicher, dass es Schüsse sein würden, die mich später aus dem Schlaf reißen würden. Aber jetzt im Moment gehörte das Vergessen, mit dem der Schlaf uns lockt, mir allein.